Willkommen zurück. Wie ihr seht, habe ich den Stern gefunden, nachdem man 50 Sterne hat. Ich habe es gegoogelt. Muss man diesen Hasen nochmal fangen? Ich hätte echt schwören können, der war in den oberen Etagen, aber er ist hier unten. Und ja, dann fängt man ihn und dann kriegt man diesen Stern. Das müsste der finale Part sein. Vielleicht. Aber auch nicht. Wer weiß, wie dämlich ich mich anstelle. Aber ich glaube schon, dass das der finale Part ist. Ha! Ich gebe mich da ganz selbstbewusst, ne? Also. Mein länger als 2 Stunden kann es ja wohl nicht dauern, oder? Ha! Man weiß es nicht. Aber finden wir es doch einfach raus. Seid mit mir dabei. Wenn Mario 64 durchgespielt wird. Wir laufen noch mal von unten nach ganz oben. Also was heißt finaler Part? Ja doch, es ist der finale Part dann. Und ja. Es ist der finale Part. Finale, oh. Finale, aua. So, Bowser. Du hast meine Chick geklaut. Ich erobere sie zurück. Da, 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 da. Diese Treppen sind so geil eigentlich. Schade, das habe ich nicht reingebracht, ne? Zu zeigen. Oh, Busch. Aber egal. Zack. Komm, ab in das letzte Level. Nochmal sich wund ärgern wegen den 8 roten Münzen. Und ja. Oh, yeah. Geile Mucke. Ach so. Ha, ich bin ja doof. Aber hey, das ist nicht so frustrierend wie dieses erste Mal da rote Münzen sammeln. Also was heißt frustrierend? Ich hab's ja geschafft. Glücklicherweise. Hört ihr diese Dramatik schon? Wir können es kaum abwarten. Peach hat uns Kuchen versprochen. Den werden wir uns holen. Bam, mit den Überroller. Und der roten Münze. Weg mit dir. Nichts hält mich auf. Ich bin dem Kuchen so nah wie noch nie. Kuchen und Peach. Mehr Lebensinhalt habe ich doch sowieso nicht. Und Pilze essen und. Und allen möglichen anderen Kram. Komm, immer schön auf rechts drehen. Normalerweise habe ich hier immer abgekürzt. Immer hier so. Das geht diesmal, glaube ich, nicht. Denn es geht um eine rote Münze, glaube ich. Bin mir allerdings da gar nicht so sicher. Ach so, huch. Ja. Und wie schmeckt dir das? Ich könnte schwören hier. Nein, 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 nein. Ja komm, du hättest auch noch mal auf dem Anfang landen können. Was für ein cooler letzter Part. Früher habe ich noch gedacht, man kann in dieses Bild dahinter rein, dass sich das irgendwann öffnet, wenn man alles gemacht hat und so. Selbst wenn ich alles hatte, habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es noch irgendwie weiterging. Auch bei Pokémon mit den Mew und so einem Kack hat man immer alles geglaubt und alles versucht. Bei mir war es eher schlimmer bei Celebi. In der goldenen Edition. Die Kristalledition habe ich noch nie durchgespielt. Das ist ein bisschen bitter, würde ich sagen, ne? Ich habe mir die mal dann irgendwann auf dem Flohmarkt gekauft, aber
Aber ne. Da, da. Zack. Ja, mein Fernseher will ausgehen, aber nein. Nicht da. Nix da. Scheiße. Scheiße. Ach Mann, ey. Asozial, siehst du, das ist das, was mir die ganze Zeit nicht passiert ist, so wirklich. Da springt man den Spacken in die Arme und schon bereut man das. Erstmal, man will nur nett sein und ihm eine Umarmung geben, weil der sieht schon ganz lila, weil er so traurig ist oder so. Und dann wirft er einen einfach weg. Komisch, dass er eigentlich boxt. Der hat Boxhandschuhe an. Zumindest sieht das so aus. Okay. Ach komm. Ja, mach doch, was du willst. Wirklich. Mamma mia. Mamma mia, hier. Jetzt mach deinen Job, verdammte Kacke. Das kann man nicht ernst nehmen, wenn man tausendmal dann die Musik hört. Ah, schade, ich dachte, das geht auch so. Guckt euch das an. Das ist ja peinlich. Egal, Kakto. Weiter geht's. Schon zum fünften Mal tönt diese Musik. Aber diesmal gibt's keine Gnade. Aus dem Weg, Gumba. Ich bin hier schon zum tausendsten Mal. Lacht mich nicht aus. Ihr habt trotzdem keine Chance gegen mich. Heißer Atem. Alter! Okay, okay, Leute, jetzt geht's wirklich los. Es geht los. Jetzt geht's los, alter Falter. Jetzt. Kann ich dir noch so festhalten? Schade. Das hier ist alles ungeschnitten. Uncut. Nur um zu zeigen, wie peinlich das ist. Ja, da fallen am besten jetzt auch nochmal runter. So, jetzt. Ich lerne aus meinen Fehlern und gehe hier ordentlich runter. Ist das hier? Danke. Ich nehme den mal vorsichtshalber mit. Man weiß ja nie, was passiert. Nicht? Ist ja, und hier kann ich jetzt auch mir den Weg eigentlich sparen. Denn ich kriege ja eh keine rote Mütze. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Okay, diese Kamera-Sicht ist jetzt auch ein bisschen doof. Aber ich dachte vielleicht für euch nicht. So. Zum Glück rutscht man hier nicht runter. So, dass man das in einem Lauf hätte erledigen müssen. Hier spiele ich immer runter.
Das habe ich schon immer gemacht. Ich habe schon immer diese... Okay. Besser so eine kleine... Besser Schaden so, als... durch so eine Flamme in mein Unglück zu laufen. Ach, verdammt. Okay. Okay. Die kommt auch wieder gleich, ne? Man könnte es auch so schaffen, glaube ich. Oh, gib mir Liebe. Dieses Herz erinnert mich an Peach. Es ist so... ergreifend. Nein, so rum. Hi, na, Bro? Er so, ich gehe schneller. Sonst greifen die mich mal an und er so, ja, ich chill mal ein bisschen schneller an dir vorbei. Kein Bock, mich mit dir anzulegen. Ich habe schon so viel von dir gehört. Aber der weiß ja nicht, wie ergreifend, wollte ich gerade sagen. Wie übergrifflich ich bin. Ich dachte ja schon. Zack, 7. Ach ja, geht ja. Zack, hier. Konter. Alter, voll schnell. Wo ist denn der 8? Voll schnell war, oder? Hier ist der bestimmt. Dachte ich zumindest. Ha, sag ich doch. Ah, Gott sei Dank. Damit haben wir den letzten Stern des Spiels noch nicht, weil ich ihn noch nicht habe. Nicht da reinfallen? Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Here we go! Wir haben den letzten Stern. Und jetzt kriegt Bowser einen aufs Maul. Wag's ja nicht nochmal Peach anzufassen. Mario. Wie schön, dich zu sehen. Ich dachte gerade an eine Grillparty. Schon bist du da, du Würstchen. Jetzt brauche ich mir wenigstens keine Gedanken zu machen, was ich grille. Nämlich dich. Dann bist du... italienisches Würstchen. Gegrillt, halt. Da gehört die Prinzessin endgültig mir und ich bin auf ewig der Herrscher des Schlosses. Okay. Ha, komm nur her. Flammenwurf? Also ich fand den zweiten ein bisschen stärker, muss ich sagen. Auch wenn der hier seine Schockwelle, ne? Der zweite, der kann sich teleportieren. Den hier, den kann ich aber so ausweichen. Den greife ich mir am Schwänzle. Und dann... zack, kriegt er das mitten ins Gesicht. So, nee, anders. Haha, komm her. Komm. Wow. Deswegen bin ich froh, dass ich das trotzdem mit Player spielen kann. Auch wenn er so einen Linksdrall hat. Das Werfen wäre nämlich mit Tastatur nicht gerade so geil geworden. Ja, kein Problem. Wow. Egal! Wow, fuck! Das kam ein bisschen überraschend. Glut! Er setzt Glut ein! Spar dir den Atem! Komm, wir nehmen das hier! Doch so? Komm schon, Bowser, stirb!
traue mich nicht loszulassen. Oh mein Gott, ich bin in Rage. Zack. Bam. Du warst kein Gegner. Bam, na? Ich glaub's nicht, du hast mich besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Meine Truppen, die Sterne, alles umsonst. Also die Leute waren alle umsonst, deswegen sind sie wohl, die waren im Sonderangebot. Was? Es gab insgesamt 120 Sterne im Schloss zu finden? Da habe ich wohl einige bei meiner Suche übersehen. Jetzt kehrt der Frieden zurück in die Welten der Gemälde. Kurzwirk, oh, verliebte Paare überall, boah, ekelhaft. Was für ein fürchterlicher Gedanke. Kotze erstmal hier hin, ey. Das kann ich mir nicht länger ansehen, ich verschwinde. So long, bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. Da kommt der Riesenstern. Der Riesenstern. Nach doch anfänglichen Schwierigkeiten in diesem Part habe ich das Ganze doch ganz souverän zu Ende gebracht, oder? Jetzt genießt ihr erstmal die Show. Bam. Here we go! Listen, everybody. Let's bake a delicious cake. For Mario. Oh yeah, Kuchen. Bitte Käsekuchen. Das ist mein Lieblingskuchen. Mario! Peach sieht ja ultra gut aus.
scheiß Level. Miss Yoshi. Muss ich jetzt auch so ein dämliches Fazit abgeben? Boah, das Spiel macht immer noch Spaß. Mit der Controller nicht so scheiße. Ja, sein Spiel. Dann hätte mir das wesentlich mehr Spaß gemacht, vor allem bei den kniffligeren Aufgaben. Manche Sterne sind ein bisschen billig, aber wenn man das Spiel noch nicht kennt, könnte ich mir vorstellen, dass es schon ein bisschen knackig ist, dann auch manches zu bekommen, vor allem wenn man das zum ersten Mal spielt. Ansonsten kann man es immer wieder spielen. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr guckt weiterhin irgendetwas von mir. Und ein Like wäre auch nicht schlecht. Oder ein Daumen nach oben. Und ich bedanke mich ebenso. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, ich schalte jetzt mein Funkgerät ab.